Der oberste Gerichtshof in Polens Hauptstadt Warschau war jahrelang Schauplatz eines heftigen Streits zwischen der nationalkonservativen Regierung und der EU. Nun lenkt Polen teilweise ein und schafft die 2018 eingerichtete sogenannte Disziplinarkammer wieder ab. Die Kammer ist für Disziplinarverfahren gegen Richter zuständig und kann diese auch suspendieren. Die Regierung gibt vor, mit dem Instrument gegen Korruption und anderes Fehlverhalten vorgehen zu wollen. Die EU-Kommission warf Warschau dagegen vor, die Unabhängigkeit der Justiz untergraben zu wollen. Der Europäische Gerichtshof urteilte im Juli, dass die Disziplinarkammer gegen EU-Recht verstößt. Die EU-Kommission forderte Polen daraufhin auf, das Urteil umzusetzen und drohte mit einer Geldstrafe.